solange wie es nötig ist. Aber wir können ja immer noch hier neue Räume ausheben. So, hier ist ein Bedroom, hier ist jetzt ein Bedroom, hier ist ein Bedroom. So, wenn wir die Bedrooms machen, aber nicht zuweisen, dann sucht sich irgendein Zwerg halt hier den Bedroom aus. So, hier sind überall Bedrooms. Bedroom. Jupp. So, sehr gut. Und wieder ein Hund geschlachtet. Was sagt unsere Sache hier unten? Die ist noch am werkeln. Was sagt die Sache eins tiefer? Die ist auch noch nicht fertig. Die Treppen wurden noch gar nicht angerührt. Wie praktisch. Wie sieht es hier oben aus bei meinem Entrance? Hier wurden dafür schon die ersten Steine gesetzt. Ah ja, genial. Also die Masons sind beschäftigt. Meine Woodfuzzis dürften auch beschäftigt sein. UM Q Charcoal 20 Stück. Holz haben wir ja noch mehr als genug. Wir haben ja gerade den Elfen einen Haufen abgekauft. Und Zwerge sind beim Trainieren. Ja, ich wäre glücklich darüber, wenn sie auch mal zur Shooting Range gehen würden. Nein, der geht nicht zur Shooting Range rüber. Schade. Ich dachte jetzt schon, der würde da schießen gehen. Aber nee, ich glaube, sie gehen wahrscheinlich oben ein Trinken oder ein Essen, ein Habs Essen. Ein Kitchen sagt, wir können wieder mal was kochen. Ruhig mal eine Weile mit Plump Helmets zusammen. Davon haben wir ja mehr als genug. Küche. Feinbiel. R. Feinbiel. R. So. Nur auf die Plump Helmets achten dabei. Ich glaube, sie haben gar keine Bolzen zum Trainieren. Gucken wir mal kurz. Stocks, Ammunition. Na doch, ein paar. Silberbolzen. Einen einzigen Bronze Steel Bolt. Ein Stahlbolzen und ein Bronzebolzen sind unerreichbar. Bismut-Bronzebolzen. Hundeknochenbolzen. Na, viele Bolzen sind nicht übrig. Und ich glaube, die gehören alle dem anderen. Die haben alle dem anderen Squad gerade. Ich kann aber mal kurz mir einen von ihnen angucken. Inventory. Ihr müsstet alle einen Quiver haben. Ja, der leer ist. Ich glaube, ich gehe mal kurz in diese Baracke hier und sag denen, sie können hier auch ihr Equipment lagern und hier trainieren sie nur. Nee, halt. Plus I und Q weg, so. Gut. Designation. Building Property. Dump Items. Können wir das hier schon mal machen? Die hier dumpen. Und die hier dumpen. Und am besten F3. Na okay, hier sind sie noch nicht sehr weit. Aber dafür habe ich jetzt mal wieder weniger Eidlers, weil jetzt alle damit beschäftigt sind, Steine zu schleppen.
Ja, mein Schwarm. Nein, ich bin kein bisschen größenwahnsinnig. Okay, Looms sind auch fertig. Also könnte ich demnächst mal meinen eigenen Stoff machen, wenn ich nicht noch so viel hätte. Seeds. Prepared Meal. Plants. Das ist alles von mir. Anvils. Iron Anvils. Yes, yes. I see it all now. It's so beautiful. Okay, ein weiterer Zwerg, der crazy geworden ist. A dwarf has claimed a workshop. Und der einen Workshop geclaimed hat. Wieder mal ein Quartz Dwarfs Workshop. Was für ein Zwerg ist denn gerade wahnsinnig geworden? Mal wieder ein Howler. Gut. Funktioniert hier ja alles soweit. Building. Jetzt muss ich, wie ich gerade mal gucken. Straps, Levers, Machine Components. Genau, Water Wheel. Wenn wir das in der Nähe von einer Wasserquelle platzieren. Change Orientation, genau, Nord-Süd. Wenn wir das neben einer Wasserquelle platzieren, oder besser gesagt in einer Wasserquelle, glaube ich sogar, dann können wir dann mit bestimmten Gegenständen, beziehungsweise mit bestimmten Maschinenkomponenten, genau, Gear Assembly, und Excels können wir das dann mit einer Mühle verbinden. Und das werden wir dann auch hier unten tun. Und zwar werden wir den Abfluss nutzen, um ein Wasserrad anzutreiben. Und einer meiner X-Bower hat sich an seine Waffe so gut gewöhnt, dass er sie nicht mehr aus der Hand geben will. Na, sehr schön. So. Als nächstes hier unten einen Gem-Stockpile. So, mal kurz gucken, was kann auf den alles drauf. Genau. Wolf-Gem, Cut-Gem, Cut-Glas. Obwohl, wir sollten P noch einen Gem-Stockpile machen. So, hier kommen die Rohprodukte hin. Also verbieten wir mal Cut, Cut. Und hier sollen die fertigen Produkte hin. So. Und hier kommen jetzt die Gems weg. Disable. So. Gut. Das heißt, Gems werden jetzt hier unten hingetragen. Und hoffentlich irgendwann in Bins gelagert. Okay, der Hauler beginnt mit seiner Konstruktion. Sehr gut. Ihr seid fleißig beim Trainieren. Dann kann ich hier drüben schon mal einen Stone Stockpile designieren. So. Und dem sagen, er nimmt nur Clay auf. Also verbieten wir das hier, verbieten wir das hier und verbieten das hier. Obwohl. QS. Der sollte wenigstens. Der sollte Lehm und das hier.
Economic braucht er nicht, also die ganzen Nuggets und so weiter. Horn Silver, Native Aluminium. Das kann er aufnehmen, aber solche Sachen eben wie Gabbro und Granit hier braucht er nicht unbedingt aufnehmen. Das sind ja, machen ja die beiden Stockpiles oben. Und ökonomischer Stein. Ah, den sollte er auch mal aufnehmen. Gut, das heißt hier oben, die Stockpiles hier, die stellen wir so ein, dass sie nur andere Steine aufnehmen. Forbid, forbid, forbid. Und genauso der hier. Der hier kriegt auch nur andere Steine. So. So, sehr gut. Jetzt kann ja der Clay da abgeholt werden und auch der aus meinem Lager. Hey, und die erste Kiste, die ist aber wahrscheinlich schon voll, oder? Ja. Was sagt das hier? Charcoal wird gemacht, Rockblocks wird gemacht. Kuwooden Bin. Gib mir nochmal 30 Stück davon. Auch wenn uns dann irgendwann das Holz ausgeht. Aber das sollte gemacht werden. Sagen die Designations. Hier oben ist schon alles gesmoothed worden. Also sollten wir da demnächst dann die Bodenplatten legen. Wobei sie hier ja auch noch nicht gelegt worden sind. Wie sieht es beim Eingang aus? Hier wurden sie gelegt. Hier wurden schon Teile davon gelegt. Naja, meine Masons sind mit allem Möglichen beschäftigt. Hä? Get Provisions? Achso, Proviant. Ich dachte schon, der will eine Provision haben von für irgendwas. Ich bezahle hier doch keinen. Das hier ist eine offene Kolonie. Ja, sehr schön. Und ein Gabbro-Zepter. Er hat ein... Das Tier der Beeinflussung. Was hast du denn da? Ein Gabbro-Zepter von höchster Qualität. Umrandet mit dreieckigen Gabbro-Cabochons. Und übersät mit Stacheln aus Gabbro und Stahl. Der hat Stahl benutzt für das Ding. Oh. Naja, das kann auch mal passieren. Dass die uns hier einfach einen Block oder so, einen Eisenblock oder so klauen. Mal kurz gucken, die killen kann uns ja, glaube ich. Also die macht uns auf jeden Fall Clay-Sachen. Aber irgendwo müssten wir B. Nestbox, Cages, Restraint, Support. Nein, Support war es nicht. Maschinen, Traps, Levers. Glaswindow, Gemwindow, Furnaces, genau. Genau, ein Glasfurnace. Irgendwann bauen, dass wir aus Sand Glas schmelzen können. Wobei wir ja hier in der Gegend gar keinen Sand haben. Gut. Und wieder ein Hund geschlachtet. Okay, dann würde ich mal sagen, auch wenn es dieses Mal nur eine Stunde Aufnahmesession war, mache ich hier jetzt mal erstmal wieder einen Cut. Wir haben in dieser Folge nicht viel geschafft, außer ein paar neue Räume ausgehoben und uns schon mal auf Glas- und Edelsteinbearbeitung vorbereitet. Sollten wir auf jeden Fall mal demnächst Cut Games in Auftrag geben. Dass wir welche haben, wenn wir welche brauchen. Wir sollten aber auch nicht alle Gems schleifen. So, also von daher bis zum nächsten Mal.